This is an evacuation order. In case I wasn't clear enough the first time, that means get to the helipad now. It's your responsibility to get there, and we will be leaving with or without you. So move it. That bastard thinks he can fucking leave us. Ja, zumindest hat er wohl einen Hubschrauberführerschein. Flugschein. Klingt ein bisschen wie Seelöwen. Die kannst du auch als fette Möwen verkaufen. Allerdings, ja. Wie die Antje vom NDR. Weißt du, das Walross da? Die hieß hier Antje. Oder vielleicht lebt sie ja noch. Keine Ahnung. Oder hat sich selbstständig gemacht mit Gouda-Verkauf aus Holland. Warte mal. So. Lalala. Greifen. Halten. Ausschalten. So. Und wieder Redur. Nur echt von holländischen Seekühen, genau. Das klingt nicht gut. Schanter. Umschalten. Umschauen. What the fuck happened here? What on bloody earth? Ne, Earth, sagen sie. Earth. No, no, no! Help me! Jesus! Toby! Ja, ja. Der Hauself ist wieder da. Christ almighty! Hätte gern so eine ausgeweitete Seekuh als Einteiler zum Anziehen. Ist auf jeden Fall warm. Siehst aus wie ein Eskimo. Als Schlafsack ist das bestimmt geil. Da kann ich dir nur zustimmen. Gus, Jesus, Ennis. What are you doing up there? That thing will see you. That thing. It's Muir, Gus. It's fucking Muir. Muir. Jesus. Genau, bist du gerade auf jeder geiler Party. Christ. Hoppala. I don't understand, Gus. Listen, we have to get to the helipad, all right? Wann hab ich das denn gegessen? Came for me. Junge. He didn't care me at all. It's no him anymore, Innes. Does that mean you do believe? Save who we can. Aye, you're right. But the only way up is the crew lift. He won't let anyone leave. Then we need to get past him. All right. We'll see you there. But hey, didn't he be a hero if he hears me, all right? And then don't let him hear you. See you at the lift. Okay, ist nett von dir. Du opferst dich, damit ich das Spiel zu Ende spielen kann. Okay. Was könnte man damit jetzt anstellen? Ja. Oh. Ja, okay. Hat zugebissen. Ah. Geht zum Shrimp. Sehr geil. Geiles Vieh, ey, echt. Ich wollte gerade sagen, da ist noch der Farbeimer vom Kantenmaler. Oh. Ich muss hier raus.
Komm, geh, geh. Move it. So stelle ich mir Kurt vor. Jesus. Was bei The Forest sagt man ja einfach. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. There's a lift. Not far now. So. Jetzt macht er wieder so einen Krach, ne? Halt. So. Christ, Dobby. La 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 la. La 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 la. Wo ist er? Lalalala. Dobby. Schnell schenke meinen Socken. Guys. Fuck Christ. You alright? Can you get out? No. So sort of like, nein, you're always coming at me. I just froze. I didn't care how I got myself in here. Cargo hoist came down and we're right crabs in a creel now. Are those the hoist controls behind the fence? Maybe I can shift it. All right. You're a good lad, Cass. Ja. Guter Junge. Guter Junge. So. Vielleicht kann ich's. Kann ich den Wagen shiften. Na, hallo? Bin da? Nee. Hallo? Wir gehen mal ums Eck. Geht das Gefühl nicht los, dass ich hier gleich erwischt werde. Kann man hier Autokorrektur ausschalten? Ich nehme an, du bist am Handy, ne? Weil, auf Twitch gibt es keine Autokorrektur. Na, that's no way. Aha. So. Ja, dann ist es sein Handy. Fuck, that's loud. Come on, Ennis. Das ist fucking laut. Wie ich es mal so sagen darf. Da ist das Vieh. Hier wieder zurück. Lauf! Lauf! Come on, lad, come on! Shit! Hold on! Bein war. Oh, der wird zerstückelt. Ah, ne. Schade. Jesus! Wirklich 4 Stunden? Also wir haben 2 Stunden. Ich habe das Gefühl, wir sind schon nah dran. Es sei denn, wir stürzen jetzt ab und müssen von ganz unten wieder ganz hochkrabbeln oder so. We should go back and get them. Like hell we should. You saw them. They're gone. Get a move on. Archie! Rennick! We have to give them more time. You told them to come! What I told them is that we are leaving! And we are leaving! Now! Da hat er sich seine Socken selber geholt. Jawohl. So. Nee, Alter.
Alter, Digga. Was ein Arsch, ja. Christ. Jesus. Come on. Come back. Hey! Oh, oh. Das kommt davon. Ja, ne? Hat man schon gesehen, dass er komisch geflogen ist. Should have kent better than to let you two together. The two greatest minds of your generation united over a bucky. Nobel Prize committee will be warming up their checkbooks already. You seriously, seriously think if you leave the country, this will all just blow over? No one's going to chase me out into the middle of the North Sea. My mum always said I'd married beneath me, Kaz, but I thought you were smarter than this. I'm fucking doing my best. No, but so no, you're not doing your zurück. Best. What do you know about oil rings, you roaster? Good with the licking. Terrace houses, cars, flats, maybe a shop, if you're feeling adventurous. Roy's put in a word. He said I'm up to the job. Oh, for God's sake. Roy's a cook. He's a chef. He's a cook. It's just for a few weeks. Just let it cool down a bit. Then I'll call Billy Chamberlain and have a word. Talk him into dropping the charges. If you run the police, I'll give you the jail for sure. Okay. When are you leaving? Yeah, genau. Kamikaze-Attacke. Kamikaze! Concert. Stirnband um. What do you want for me? Und Kamikaze! If you leave us, if you run, if you go, then we are done. Och, immer dieses Vibes-Volk. Die gönnen einem aber auch gar nichts. Oh, no, don't say that. I'm here. Suze. Fucking Suze. Hell. I'm losing my mind. Now aber das ist doch ein guter Moment, um Tuck zu machen für heute, oder? Alter, da kommt was runter. Garantiert. Also im Moment ist es noch Sturm und Sonne. Da hinten habe ich ein paar dunkle Wolken gesehen. Und das Dach knackt so laut, ne? Ich höre das durch die Kopfhörer. Und wenn Dach weg, dann starker Wind. Jawohl. Und dann ist auch hell hier drin. Dann ist auch hell hier drin. So. Wo müssen wir hin? Da lang? Wahrscheinlich, ne? Ne, da können wir uns nicht runterfallen lassen. Ach, ein Erfolg ist übrigens auch, von 10 verschiedenen Stellen ins Wasser fallen zu lassen, ne? Und sterben. Ich glaube, das müssen wir nicht unbedingt machen. Dann brauchst du keine Klima mehr. Oh doch, da bräuchte ich sie, aber dann funktioniert sie nicht mehr. Alter, es ist so eklig draußen, ne? Aber einkaufen war geil. Ich war einkaufen im Lidl, der um die Uhrzeit immer sehr voll ist. Und du kriegst dann auch nichts mehr, weil die Regale schon leer sind. Ich fahre auf den Parkplatz drauf vorhin, so um 5:30. Leer. Parkplatz leer. Geh rein. Da waren vielleicht 10 Leute. Regale noch voll. Sehr geil. Das sind halt viele im Urlaub und die, die nicht im Urlaub sind, sind am Weiher oder was auch immer. Und von daher macht es Spaß, einkaufen zu gehen. So, hallo? Hallo? Kaz, it's Brody. Jesus, the fucking chopper, man. Aye, I saw it. The chopper, man. Aye, they're busted. Fucking cadal. Mechanisms are completely fucked, cheap bastards. Denny, what up, McCleary? Just listen, here's what I need you to do. I need you to get to the radio room and call the support ship. It's fucked, man. The fucking crane fell on it. Hello? Hello? Shit. Hey. It's Brody. I know who it is, you daft prick. Listen, that's the generator's failing. If they cut out, we'll be on emergency batteries, so the radios won't work. You're not listening. The radio room is gone. Christ, man, there's other radios, but only one set of Jennies. If they fail, you're going to need to hit
head down there and manually restart them. I'm not going down there again, fucking Gibble. Ah ja, Generator starten war auch ein Erfolg. You won't have a choice. You go and do it. No, Kaz, I'm busy. You need to get to the Jennies and stop them from shorting. Got it? Aye. Jennies, right. Brody. Shite! You're shite, and you know you are. You're shite, and you know you are. You're shite. Christ, no wonder Rennick was raging. Sehr geehrter Mr. Rennick, im Namen der Polizei von Glasgow untersuche ich einen Vorfall, der sich am Abend des 27. August 1975 im Wirtshaus The Duke in Dennistown, Glasgow, abgespielt hat. Bei dem Vorfall handelt es sich um schwere Körperverletzungen. Diesbezüglich möchte ich gern mit Mr. Cameron McLeary sprechen, der unseren Informationen zufolge aktuell unter ihrer Leitung auf der Ölbohrinsel Beira, wie spricht man das aus? Beira? Beira? Die beschäftigt ist. Es ist von größter Wichtigkeit, dass sie uns dabei helfen, Mr. McLeary ausfindig zu machen und zurück zum Festland zu transportieren. Bitte nehmen Sie über die oben stehende Telefonnummer Kontakt zum GGD auf, sobald Sie dieser Brief erreicht. Falls Sie uns nicht behilflich sein können, wenden wir uns zu weiteren Rückfragen direkt an den Hauptsitz von Cattle Oil Limited. Wir freuen uns auf Ihre baldige Rückmeldung. MFG Martin O'Hagan, Chief Superintendent. Yeah, das ist ein Titel, ne? Was denn? It's Kaz, who's this? It's Davros! I'm in the lifeboat! God knows how I made it, but I did! Where is everyone? They're all gone. You've got to get back up here. You could climb back up! I just got here! Do it again! Ah, shit! Davros, Davros, can you hear me? Hello? Can you hear me? Can you hear me? What on earth? So, wir hätten auch da unten lang gehen können, ne? Was ist denn hier? Sind wir hier richtig? Also hier sicherlich nicht. Aber hier geht's rein. Engineering Access. Warte mal, können wir mal? Ja, wir sind richtig. Hoppala. What on earth? Oh. Ich habe mir vorhin Lidl Käsebrezeln mitgenommen und Sour Cream. Und dann habe ich gedippt. Ach, habe ich gedippt. Hello? Hello. Anyone in here? Who's calling? Da. Get here. Christ, Cass. Scooby-Doo. He's here. He's in the walls. Oh, easy. What are you on about? Who's here? Under the admin module. He's under us. Oh, direct under us. Fuck. Oha. Das riecht nach Ärger. Sonst noch was? Oh. What the hell? Scotland Postage Corporation since 1945. Oder wie die sagen würden, 45. So. I am the god of hellfire. And I'll bring you fire. Oh. Jetzt kann ich Feuerwehrmann werden. Shit. Ah ja. Verstehe. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts.
Oh, ein großer Feuerlöscher. Den darf ich aber nicht haben. I can't get this one open. No chance. Jo, eintreten. Okay. First, gale warnings. There are warnings of severe gales in Fair Isle. What the fuck happened in here? Faroes. Freue mich auf. Ah, da ist was happened. Ah, wir haben eine Taschenlampe. Ah, fast vergessen. Okay, das kann man öffnen. Oh, sorry. Vikings